Mein erstes Mal LSD. Von Chris. Hi, ich bin Chris. Der Tag begann so, dass ich aufgestanden bin und nicht wusste, was ich machen soll. Also habe ich mich mit TikTok und anderem Social Media beschäftigt. Nach ungefähr einer Stunde habe ich eine E-Mail bekommen, dass mein Paket ankommt. Ich überlegte, was ich bestellt habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor einigen Tagen 1D LSD bestellt habe. Um genau zu sein, 2 Pappen. Als es gegen 12 Uhr bei mir angekommen ist, habe ich das Paket geöffnet und gleich erstmal eine halbe genommen, weil ich einfach neugierig war. Ich habe mich davor schon ein bisschen damit beschäftigt und wusste, dass der Wirkungseintritt zwischen 30 und 15 Minuten ist. Also habe ich es so lange auf meiner Zunge behalten und dann runtergeschluckt. Ich schaute YouTube und wartete, bis irgendwas passierte. Eine Weile verging und ich merkte nichts. Da ich für meine Verhältnisse viel Geld dafür ausgegeben hatte, war ich entsetzt und war traurig, dieses Geld verschwendet zu haben. Also dachte ich mir, scheiß drauf, und nahm die andere Hälfte, die ich eigentlich einem Freund geben wollte, und legte sie mir auf die Zunge. Nach 15 Minuten hatte ich immer noch nichts gespürt und war echt sauer und hatte die letzte ganze Pappe einfach auch genommen und nach einer Stunde immer noch nichts. Ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner Mutter am Kochen helfen, aber weil es nicht gewirkt hat, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe mich ins Bett gelegt. Nach 20 Minuten Instagram fiel mir auf, wie ich anfing über alles zu lachen und dachte, es wirkt endlich. Nach 30 Minuten Lachflash bin ich aufgestanden und wollte mir was zum Naschen holen und auf einmal, ich hatte alle Kraft der Welt. Ich dachte, ich kann fliegen und als ich dieses Gummibärchen gegessen habe, konnte ich den Geschmack vor mir sehen und es war einfach unglaublich. Also wollte ich wissen, wie es ist, auf LSD eine Kippe zu rauchen. Ich bin rausgegangen und der Himmel war königsblau, mit Bäumen, die fliegen. Ich war so verölt, dass ich dachte, ich könnte im Zimmer rauchen, ohne dass es stinkt und bin schließlich reingegangen. Gegen 18 Uhr fing es an, einfach nur schlimm zu werden. Ich hatte meiner Freundin geschrieben, bitte hilf mir, ich weiß nicht, wo ich bin. Und sie fand das komisch. Dann dachte ich, ich habe was falsch gemacht und war sehr traurig. Als sie zu Hause war, habe ich sie angerufen und hatte die ganze Zeit gesehen, wie sich Buchstaben vor meinen Augen bewegen. Gegen 4 Uhr bin ich nicht eingeschlafen und habe auf LSD irgendeine Scheiße geträumt. Das war mein Bericht, danke. Mein persönlicher Senf. Ja, danke für diesen kurzen Bericht. Gut, kein nüchterner Tripsitter dabei. Zu Hause, wenn die Mutter da ist quasi und es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen soll, direkt nachgelegt, obwohl man ja sagt, man sollte schon seine 2-3 Stunden warten, bis man nachlegt. Weil es kann halt bei einigen Leuten länger dauern, bis es anfängt zu wirken. Einfach weil der Stoffwechsel ein bisschen anders funktioniert. Du hast nicht viel richtig gemacht. fand ich jetzt keine so geile Aktion so gesehen. Vielleicht hättest du einfach wirklich warten sollen und am nächsten Tag hättest du ja trotzdem noch was nachlegen können. Und es ist auch leider nicht wirklich hervorgegangen, was jetzt eigentlich die Wirkung war. Also der Himmel war königsblau und die Bäume konnten fliegen, so ja. Und was noch? Also was hast du so gedacht in dem Moment? Wie hast du reagiert, als deine Freundin dich quasi ausgelacht hat? Was ich auch ein bisschen assi finde. Also was ist denn das für eine Freundin? Du sagst, dir geht's dreckig und du brauchst Hilfe und sie macht sich über dich lustig. Also das ist, glaube ich, nicht wirklich Liebe, würde ich mal behaupten. Aber ja, hört sich für mich auch noch ein bisschen unreif an. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du warst, aber wahrscheinlich warst du noch ein bisschen jung. Oder beziehungsweise selbst wenn du 20 warst, warst du vom Kopf her vielleicht noch ein bisschen zu jung, um sowas überhaupt mal auszuprobieren. Weil es reicht halt nicht, sich einmal einzulesen, wann es anfängt zu wirken, sondern man sollte da schon rangehen, sage ich mal, mit einem Plan, den man hat. Quasi, was man von diesem Trip sich erwartet. Welche Antworten man, sage ich mal, haben möchte, dass man überhaupt Fragen hat, die man sich stellt. Vielleicht sollte man das auch draußen in der Natur lieber machen, alleine mit einem Trips. Also jetzt alleine meine ich nicht alleine, aber mit einem Tripsitter zusammen und halt nicht zu Hause, wo die Eltern noch rumlaufen und einen möglicherweise erwischen können und man halt sich dadurch schon in ein komisches Mindset bringen kann. Deswegen Set und Setting hat einfach auch nicht gepasst bei dir und ja, es war alles schon ein bisschen, das kann man auf jeden Fall besser machen, sagen wir mal so. Und leider kann ich auch nicht viel dazu sagen, weil da ist ja jetzt nicht wirklich draus hervorgegangen, was eigentlich die Wirkung war. Schade, aber trotzdem danke für den Bericht. Schlecht nicht, es war nur jetzt ein bisschen, sag ich mal, karg von dem Gesamtinhalt. Und ja, trotzdem nochmal danke. Falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch gerne schicken, weil ihr euch jetzt denkt, boah, ich habe was Ähnliches erlebt. Ich kann es besser beschreiben und ich kann dir wirklich erzählen, was alles so passiert ist. Dann könnt ihr mir den auf jeden Fall schicken. Meine E-Mail-Adresse ist tripberichte@tripberichte.de. Die findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Da findet ihr ein paar andere Links, unter anderem zu unserem Discord-Server. Falls ihr mal persönlich mit mir schnacken wollt, findet ihr mich da am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr im Talk, in meinem Stündchen mit Torben. Ist nämlich auch eine Stunde mit mir, sage ich mal, ab und zu mal ein bisschen länger. Sind auch immer andere Leute da teilweise. Sind auch oftmals dieselben Leute da, also die, sage ich mal, Langzeithänger.
Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Es sind schon über 200 Leute Mitglied in dem Discord-Server. Ja, auf meinem Kanal findet ihr auch noch ganz viele andere Sachen, auch zu anderen Themen teilweise. Also ich habe mich bis jetzt nicht nur mit Trip-Berichten beschäftigt, sondern auch noch, wie schon gesagt, mit anderen Sachen. Lasst euch überraschen. Sind vielleicht auch Sachen dabei, die ihr gar nicht so erwartet oder auch vielleicht interessant findet. Deswegen klickt einfach auf meinen Kanal, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.